So, mit Gummi und Plastik verseuchen wir den Planeten jetzt schon mal nachhaltig. Das läuft also. Und jetzt machen wir uns an die schicke Hochbahn, die uns der Yoshi gebaut hat, und werden die mal noch ein bisschen perfektionieren, sag ich es einfach mal. Naja, das ist cool gemacht vom Design her, aber eine Sache stört mich noch und dann nehme ich euch einfach mit. In 3, 2, 1, ab geht's. Und da sind wir auch schon auf der Hochbahn. Ne, können uns hier einmal schick umgucken. Und wenn man hier lang guckt, man sieht das relativ fix. Das sieht alles relativ ungleichmäßig aus. Und das wäre mir noch nicht gefallen. Das Design finde ich okay. Das geht klar. Aber ich möchte da einen schönen sauberen Kreis rumziehen. Dafür werden wir uns erstmal das Ganze hier ein bisschen verlängern. Und machen da auch glatt mal weiter. Es ist wunderbar dunkel gleich. Ist ja super. Ne, wir gehen auch ein bisschen höher, damit wir hier. Oh Gott, ich sehe hier nie was, ey. Ist ja super, ne? Ich habe schon wieder die besten Pläne und meine Tastatur wackelt. Das geht mir ja richtig auf den Kranz. So, geht das jetzt? Hallo, hallo? So. Und. Nein. So. Und dann gucken wir mal, wo das Ganze hier anzusetzen ist. Wir wollen hier außen rum, also da einen relativ großen Kreis, wo wir das Ding auch noch im Weg haben. Also hopsen wir hier noch einmal runter und gucken mal, wie weit das hier hinten rausgeht. Relativ weit tatsächlich. Das heißt, wir werden vielleicht sogar. Ach nee, hier wollen wir hin. Oh, nein, 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 nein. Nicht sterben jetzt. Das wäre ganz doof. Das markieren wir uns einmal mal ein bisschen. Ne, dass wir wissen, hier ist der Endpunkt, zu dem wir wollen. Dass wir das von oben auch sehen können. Und dann gucken wir doch mal, wie viele Fundamente das tief ist. Bis hier. Ja, eins brauchen wir auf jeden Fall noch. Und dann gehen wir mal einfach rüber und gucken, ob das passt. Wo hänge ich denn jetzt hier dran? Scheiß Bäume, ey. Ich will sie aber behalten. Ich will sie irgendwie hier im Bild behalten. Nee, wir müssen noch eins. Zwei weiter. So ist das relativ in Ordnung. Und dann zählen wir einfach mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja, 10, 11 Fundamente. Und die blöde Tülle da draußen werden wir nicht die Fresse halten. Das ist ja unglaublich. So, wie können wir da jetzt am besten ruf? Hier haben wir den Weg. Gut. 11 Fundamente ab hier. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier haben wir das sechste. Und hier knolzen wir jetzt einfach. Hund, halt doch mal die Fresse da draußen, ey. Meine Güte, gehst du mir auf den Kranz. Wuff, wuff, wuff. So eine kleine Fußhupe, ey. So, sind wir mittig? Wir sind ziemlich. Nee, wir sind ein bisschen weit drüben. Das ist ja doof. Zack, Stückchen vor. Noch ein Stückchen vor. Und noch ein Stückchen vor. Und jetzt werden wir nämlich einfach von hier ausgehend schön zirkular rumgehen. Ne, dafür nehmen wir erstmal den Scheiß hier weg. Den brauchen wir dafür nicht. Und dieser Hund geht mir echt auf den Kranz. Meine Güte. Haben die Leute ihre Tiere nicht im Griff oder was? Sagt der, der ständig über seinen eigenen Hund meckert. Egal. So, wir stehen hier drauf. Kriegen damit also auch eine Höhe hin, die wir brauchen. Und werden jetzt erstmal so anfangen. Zack. Und gehen so weit wie möglich rüber. So. Und dann gucken wir nachher, wie es passt. Wir brauchen nur erstmal eine Leitlinie. Zack, den Kram nehmen wir weg. Einen können wir noch. Und dann passt das. Löschen den wieder. Stehen wieder auf unserem Ding drauf. Und dann, wie gehabt, einfach eindrehen. Und wir gucken, wie weit wir müssen. Und dann ziehen wir das schön der Länge nach rüber.
So, mit dem werden wir wahrscheinlich... Nee, mit dem können wir nichts anfangen. Wir drehen also einen weiter. Zack. So. Und dann gehen wir wieder darüber. Zack, zack, zack. Na komm, so achten, wie es geht. Oh, diese Töne, meine Güte. Ist die nervtötend. So, dann sind wir bis hier. Drehen das Ganze noch zwei. Oh, shit. Jetzt müsste es passen. Ja. Nochmal zwei weiter. Das passte eben relativ gut. Und dann kicken wir mal, wo wir landen. Ach, jetzt habe ich den oben drauf gepflanzt. Das ist schlecht. An einer bestimmten Distanz wird es auch einfach kacke. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Dann sind wir bis da. Gehen wir noch einen rum? Fragezeichen. Einen gehen wir noch. Eins, zwei. Dann sind wir da. So. Und flop, 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 flop. Bis wir so weit hinten wie möglich sind. Das reicht schon. Und nehmen den Scheiß auch weg. So, das gleiche machen wir jetzt für die andere Richtung. Zip. Noch ein und noch ein und dann zwei rüber. Und zack. Zack, zack. Zack, zack. Und zack. Das Schöne ist, wir können uns nachher die Höhe trotzdem aussuchen. Ne, wir haben hier nur ein paar Referenzpunkte, wie wir uns an den Berg lang liegen. So. Nochmal zwei und dann haben wir es. Und dann können wir jetzt mal gucken gehen. Ich glaube, dann sind wir auch ziemlich genau bei unserem markierten Punkt. Dann recht weit raus. Und zack, weg den Scheiß. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Da wird ein Schuh draus. So. Dann können wir uns die wieder herholen. Dass wir hier sauber wegrennen können. Den lassen wir da einfach stehen. Ne? Es ist jetzt tatsächlich keine Millimeterarbeit. Ne? Da muss man nicht von ausgehen. Aber wir können hier jetzt sauber dran anschließen. Ich meine, die Distanz könnte ja sogar fast passen. So, dann gehen wir runter. So. Dann brauchen wir einmal eine Achter. So, den ersten würde ich tatsächlich auf der Höhe von der hier behalten wollen. Das ist auch gegeben. Sehr schön. Das wird zu viel. Wir bauen uns mit Achtern runter. Nehmen das hier schon mal weg. Und klatschen das da rein. So. Dann haben wir schon mal die richtige Höhe. Wir lassen uns die Leitpunkte zur Sicherheit noch da. Vielleicht wollen wir noch was ändern. Und dann bauen wir einfach einmal das ganze Ding hier nach. Und gucken, dass das passt. So. Komplett weg damit. Gut, wie hat er das gebaut? Na, du kommst auch weg. So, er ist relativ easy. Einfach vier rausgegangen. Hat dann da hinten Wände drunter gesetzt. Da so ein Stahlfundament, dass das Ganze ein bisschen rausgucken lässt. Dann wieder ein so eins drunter. Ne, sind wir falsch, oder? Sind wir falsch, sind wir richtig, sind wir falsch, sind wir richtig. Ich muss mal gerade einmal gucken. Die Bahnlinie läuft oben, also da. Wir sind genau falsch rum, scheiße. Boah, das war ja mal ein ruppiger Sonnenaufgang, meine Fresse. So kommt es eher hin. Genau. So, dann kann das dann nochmal weg. Wir gehen hier auch vier rüber. Und dann kommen die schon mal nicht so ran. Achso, die hat einfach so drauf geklatscht. Das ist ja auch gut. Dies passt ja auch. Kriegen wir das hinten hin? Jo. Zack. Einmal hinten, einmal vorn. Und dann hatte ich nachträglich die hier noch angesetzt.
Das drehen wir einmal. Und dann können wir da auch schon rüber. Ach komm. Nerv mich nicht. Zack. Als Stütze die hier dazu. Ja, schön. Jetzt machen wir halt auch mit. Das ist ja super toll. So, dann haben wir hier schon den ersten. Das ist doch voll in Ordnung. Nehmen wir so mit. Bauen uns einmal rüber. Und machen das mit dem zweiten genauso. Einmal komplett abreißen. Auch schön, dass da Material jetzt rumliegt. Das kann meine Map ja besonders gut. Boah, super geil. So. Dann machen wir hier das gleiche. Wir müssen ja gar nicht... Doch, wir brauchen eine recht hohe Steigung, ne? Bis da hinten müssen wir hoch. Ich glaube, wir nehmen lieber den hier. Als nächsten. Gehen hier erstmal wieder runter. Oh, Frickel, Frickel, Frickel. Was ein Scheiß. So, bauen wir uns die Platten einmal rüber, dass wir eine Höhenreferenz haben. Das ist hier schon zu viel. Na komm, sitzt drunter. Eins. Nicht daneben. Komm, da drunter soll's. So, das müsste die richtige Höhe sein. Sehr schön. Und gleich muss ich anscheinend meinen Hund einmal abjacken, weil der jetzt meint mitzumachen. Scheiß kleine Misthöhle. Meine Güte. So, jetzt gehen wir genau einen höher. Und nehmen das als Referenz. Reißen die hier wieder ab. Moment mal, ich muss mal einmal meinen Hund zur Raison bringen. Das kann ja so nicht sein. So, wenn die Nachbarn auf dem Dach rumgeistern, ist ja auch schön. So, wo waren wir? Wir waren hier und... Treppensteig, ich bin außer Atem. Schön, oder? So, dann so. Dann so. Wieder vier rüber. Ach komm. Ich sehe mich schon fallen hier. 1, 2, 3, 4. Und dann die hier dazu. Ja, so rum nicht. Scheiße. Na, krieg ich den dann drunter? Nee, morgen nicht. Na gut. Ey. So wollten wir das nicht. Dann halt erstmal so. Und dann brauchen wir noch die Fundamente da drunter. Zack. Na komm. Schön. Schön in den Berg reinlehnen. Und dann sieht das aus wie rausgebrochen, tatsächlich. So, dann nehmen wir wieder zwei weiter, würde ich sagen. Und bauen uns hier jetzt mal hoch. Zack, zack, zack. Schon mal da. Und dann können wir den hier sehen. Nehmen wir den? Bin mir gerade selbst nicht so sicher. Oder nehmen wir den da? Ich glaube, wir nehmen den da. Zack. Oh, jetzt habe ich 1 zu 4 weggerissen. Aber ich glaube, das geht trotzdem. Dann kommen wir da nämlich relativ gerade hin. Zack, zack, zack. So reicht, glaube ich, schon. Grübel, grübel, grübel. Einmal überbauen. Oder auch nicht. So, sitzen die wieder drunter. Damit wir unsere Leitlinie haben. Ein noch. Reißen den Rest da drüber ab. Und gehen dann... Genau, eine neue Platte nach oben. So hatten wir es gemacht. Dann den da drauf. Das weg. Dann gehen wir erstmal in den Berg rein. Zack. Und na das. Zack. Reicht das bis hinten durch? Ja, sieht man nichts mehr. Sehr schön.
Dann den drunter. Oder den drauf? Ne, den drauf. Wieder falsch umgedacht. Ganz schlecht. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Markus, lass das. Was war denn das jetzt? So, 1, 2, 3 und einen vierten noch ran. Und dann können schon wieder zum einen kann hier die Wand hin. Na, hör auf darum zu. Eiern. Machen wir den hier. Bauen uns hier eine Rampe hoch. Sagt die Zeit. Die Zeit sagt, wir kriegen jetzt so aus dem Weg. Och, noch ordentlich Zeit. Gerade mal eine Viertelstunde. Das ist ja easy peasy. Das geht ja ratzfatz hier. So, dann sind wir auch schon hier. Zack. Haben hier auch alles. Halt, wir brauchen noch den Unterbau. Den dürfen wir nicht vergessen. Kann man nochmal weg. Zack. So, einmal umgedreht. Und ab jetzt. So, so und na komm. Und so. Sind wir bis drinnen im Berg? Nee. Du auch nochmal weg. Wir wollen sauber in den Berg rein. Sehr schön. So, dann haben wir es hier schön radial rum. Und immer auf der richtigen Höhe. So. Einmal hochbauen. Und dann wären wir auch schon hier. Wir können den Scheiß hier wegreißen. Das ist nur unsere Landmarke. Und gehen mit dem hier runter. Bis auf eine akzeptable Höhe. Ja, ich glaube, das fällt unter akzeptabel. Könnte der Satz ist ein bisschen größer, wa? Habe ich das Gefühl. Hauptsache radial. So. Ich glaube, wir müssen da... Ne, tiefer können wir nicht. Das ist ja unschön. Das ist ja sehr unschön. Aber lässt sich nicht ändern, ne? So, und hier können wir jetzt aber was machen, was vorher nicht ging. Jetzt können wir hier nämlich so reingehen. Und so aus dem Berg auch rauskommen. So, haben wir 1, 2. 3 und 4. Da passt sogar noch was drunter, sehr schön. So, dann kann das weg. Dann bauen wir uns hier erstmal hoch, damit wir sehen können. Und klatschen da dann einfach die hier drauf. Damit das auch irgendwie schön oben ist. Oh, das passt von der Höhe echt gut. Ich mach halt erst da, das ist mir auch Lachs. Na komm. Oben drauf jetzt. Boah, manchmal ist dieses Spiel auch echt... Da will es einem auf Eier gehen, ne? Mit voller Absicht, bin ich mir ganz sicher. So, du kommst weg, du kommst auch weg. Du auch und ihr überhaupt alle. Hier vorne zumindest. So. Zack, 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 zack. So, dann überlege ich. Bauen wir das hier so weiter? Eigentlich können wir das so weitermachen, oder? Das kommt dahin und dann gehen wir hier weiter rüber. Never change a running system. Nur, dass wir es hier weitermachen, weil wir hier ja am Endpunkt quasi angekommen sind. So, ich packe mal noch daneben. Und dann einmal hops. Huhuhu, das war fast... Ach ne, da müssen wir gar nichts drunter setzen. Das ist ja herrlich. Können wir uns jetzt einfach die holen. Die müssen natürlich weiterhin in der gleichen Breite dran sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das alles so sauber klappt, wie ich mir das vorstelle. Aber ich hoffe es einfach mal. Weil der sieht wesentlich weiter draußen aus als die anderen. Ich glaube, der muss dahin. Kriegen wir hier noch zwei Gleise nebeneinander? Aber mit Kotzen. Mit einer Menge Kotzen. Aber das ist der Radius, das stimmt schon. So, das ist mal alles weg.
Und dann ist das doch schon mal ganz schicki. Da werden wir jetzt allerdings Wände drunter klatschen. Zack, 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 zack. Und dann gucken wir, dass wir hier unsere Hypertube einlassen. Transport sind die, glaube ich, ne? Jo. Hypertube, Wandöffnung. Das, ne, haben wir auch witzigerweise rausgefunden. Das passt echt wie geleckt. Das ist so gut. Den machen wir einmal da und dann brauchen wir eine Platte. Das wollen wir nicht. Die Hypertube-Öffnung wollen wir. Das gleiche machen wir auf die Seite. So. Hab ich immer außen, okay. So. Und dann gucken wir mal, wie gut das passt. Das sieht ja erstmal gar nicht schlecht aus. Es ist ein bisschen schade, dass man die nicht rundsetzen kann. Also, dass man der vorschreiben kann, okay, ich will jetzt die und die Rundung haben, mach mir das nochmal bitte. Kannst du erstmal weg. Wo ich kann den ganzen Hilfskram eigentlich erstmal da lassen. Ich muss hier sowieso noch ein bisschen hin und her eiern. So, das kommt dahin. Dann gehen wir einmal runter. Und machen hier weiter. Zack, da den. Einmal gucken, passt das? Sauber. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, dann machen wir damit weiter. Das sitzt, okay. Hier habe ich sie natürlich innen gebaut. Ach komm schon. Innen oder außen, innen oder außen, innen. Ich reiß jetzt nicht den ganzen Scheiß da hinten nochmal weg, da wäre ja Malle im Kopf. Alles nochmal neu. Das ist ein Scheiß. Und komm. Wenn wir hier dabei sind. Ja, das war äußerst schlau. Das machen wir nicht nochmal. Dahin und dahin. So, dann kannst du weg, du weg, du weg. Du weg, du weg. Und du weg. Ne, wir müssen sogar nach unten. Bin wieder mal ein Vollidiot. Super Schurkenfähigkeit. Yay. Das sieht aber auch mit zwei so Eingängen gar nicht scheiße aus. Nur, dass es absolut keinen Sinn macht. So. Das haben wir soweit. Dann schnappen wir uns einmal eine Tube. Kriegen wir die hier schon hoch? Ja, das geht auch. So. Dann hier rüber. Den Stil müssen wir nachher noch ein bisschen angleichen zum Rest. Das haben wir auch. Warum bin ich eigentlich bei der einen hier oben? Das ist ja total sinnbefreit. Zack. Und nehmen wir mal einen drunter. Das kannst du wieder nicht, weil da natürlich was dran ist. So, da geht's. So. Und dann müssen wir weiter. Hypertubes. Daran und daran, daran und daran. Und dann ist doch alles schicki. So, dann sind wir schon mal bis hier. Bin ich damit zufrieden? Ich glaube, das hier ist. Ich weiß nicht, ob ich da nicht noch einen rübergehen sollte, aber das macht den schönen Radius kaputt. Das nervt mich dann auch wieder. Uncool, uncool, uncool. Wenn ich das hier schon so schön rausstanze, dann soll das auch gefälligst passen. So, euch brauche ich nicht mehr. Ihr könnt Alibi, ihr seid weg. Mit der Ausrichtung bin ich zufrieden. Aber weiter rüber ist Blödsinn. Ne, wir bauen da jetzt die Schnibbel drauf, die er da überall hat. Ja, sehr schön. So. Wir wollen ja hier im Stil bleiben. Alles andere wäre ja Quatsch. Oh, das war knapp. Und so. Und da sieht das so aus, als könnte ich da noch eine, ja, Platte ransetzen. Wollte ich doch meinen. Das passt ja so sonst nicht, ne?
So, dann haben wir hier auf jeden Fall jetzt, glaube ich, überall Tubes. Wir können hier die Kiste gleich nochmal mitnehmen. Oder auch nicht. Zack. Einsammeln. Da unten haben wir noch eine. Aber nicht mit der. Nehmen wir auch gleich mit. Alles raus, was keine Miete zahlt hier. So, dann kommst du weg. Und ich muss echt gucken, was ich hier abreißen kann und was nicht. Meine Fresse. Aber erst kontrollieren wir nochmal die Tube. Hier ist durchgehend, da ist durchgehend. Bis nach da hinten. Sehr schön. Dann kannst du weg. Ihr könnt alle weg. Wenn ich hier runter bin zumindest. Du kannst weg. Ihr könnt alle weg. Du auch und du auch. Und du. Und du und du. So. Und dann geht das hier schön sauber rum. Dich machen wir auch mal einmal weg. Und dich auch. Ich hier mal rauskommen. Und dann gucken wir uns das Ganze mal von außen ein bisschen an. Was hier jetzt das Problem? Nicht genug Freiraum. Achso, wegen denen. Das ist natürlich schlecht. So. Mal schauen, wie es wirkt. Ich habe echt schon wieder keinen Beton mehr. Ey, ist ja Wahnsinn. Ja, das ist doch echt okay. Damit kann ich doch leben. Ach, er hat hier noch Tore rangebaut. Okay. Das können wir da ja auch nochmal machen. Natürlich snappt er jetzt wieder an der falschen an. Ist doch zum Kotzen. Na? Nö, ums Verrecken macht er das nicht. Assi. Halb so wild. Und irgendwann kommt da dann unsere Zuglinie rauf. Aber erstmal wollen wir jetzt eine gescheite Hypertube-Verbindung bis zum Staudamm machen. Damit soll es jetzt auch erstmal weitergehen. Ne, wir hatten bis hierhin eine Hochbahn und jetzt wird die relativ ebenerdig werden. Das kann jetzt weg. Brauchen wir nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich damit glücklich bin. Was habe ich hier noch für Alternativen? Ich meine, da kann man es ja ein bisschen anders. Naja, so ist auch scheiße. So ist auch mistig. Naja. Okay, ich habe keine Alternativen, wie mir scheint. Ja, aber wäre cool, wenn man die so nach außen wegbauen könnte. Da unten drunter. Ah. Ist, wie es ist jetzt. So, dann sind wir hier angelangt. Das heißt, wir müssen hier jetzt eigentlich erstmal die Bahnlinie freischaufeln. Ja, das passt hier nicht. Hier passen ja keine zwei... passen keine zwei Linien durch. Das ist, weil der tatsächlich nochmal ein Stückchen weiter rausguckt, ne? Das ist ultimativ uncool. Sehr, sehr schlecht. Okay, wir müssen bis hier gehen. Hilft alles nichts. Haben wir hier einmal einen Knick in der Optik. Naja. Lässt sie nicht ändern, aber dann können hier zwei Gleise lang. So, und die können ja dann auch hier relativ locker weiter rüber gehen. Und jetzt schlagen wir uns einfach mal eine Schneise. Hier lang, dann gehen wir hier durch. Oh, hier ist noch eine Note, an der wir irgendwie vorbei müssen. Wir nehmen nur die Buschermann weg. Ich möchte nur nicht irgendwie zu viel wegnehmen. So, komm. Gib ihm hart. Das war ziemlich viel. Scheiße. Okay, und dann sind wir hier und müssen darüber. Oh, wir brauchen nochmal eine Brücke. Das ist ja herrlich. Zack. Platz geschaffen. Kriegen wir hier zwei Gleise durch? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Hm. Wie dem auch sei. Aber hier können wir erstmal sauber rüberbauen. Da können wir jetzt mal ein bisschen Gefälle machen. Nehmen wir nicht ganz so steil. Weil wenigstens die Züge halt, ne? So. Was war das jetzt? Ich glaube, den habe ich gerade falsch gesetzt. Der Miner muss dann hier lang. Das geht.
Okay, wir haben drei Stück. So, dann sind wir erstmal hier an der Kante. Und spannen hier jetzt eine schöne Brücke rüber. Dafür muss aber erstmal Bujami weg. Die hat da nichts zu suchen. Wie machen wir das? Wir bauen erstmal stumpf rüber, würde ich sagen. Wir kommen da wirklich genau zu den Miners. Das wäre Wahnsinn. Dann müssen wir oder sollten wir ein bisschen im Stil von Yoshi bleiben. Gleich ist vorbei mit Betonage. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Nur tatsächlich nochmal los. Aber es ist ja nicht weit und wir haben die Möglichkeit, gleich einen Hypertube zu machen. Oh, scheiße, das ist tief. Oh, überlebt. Sehr gut. So, dann kommen wir sauber hier drauf zu nachher. Herrlich. Und dann kommen wir sauber nämlich auch zur Brücke. Dann können wir über die Brücke über unsere Bahngleise nachher ziehen. Wie gut ist das? So, dann ist hier nämlich auch schon unsere Hypertube. Das habe ich nochmal nachgerüstet, dass wir hier so ein paar Zwischenstopps haben, beziehungsweise den wollte ich eigentlich nicht haben. Viel wichtiger ist... Schwupp, schwupp, schwupp. Der hier. Halt doch mal die Fresse. Und Material. Hey, Beton. Und dann sind wir tatsächlich schon wieder bei unserem Damm, den ich in Gelb... Ich habe mich echt dran gewöhnt. So kann ich mittlerweile gut leben. Ich lasse den einfach so. Mach den nicht mehr weiß. Dann haben wir schon Beton. Gar nicht so weit weg. Und wir brauchen ja mehr Lager. Oh Gott, was habe ich denn hier für eine Haufen Scheiße drin? Wir verstopfen einfach mal das Endlager hier. Wir haben schon wieder so viel Scheiße abgebaut, die wir einfach nicht brauchen. So, dann können wir mal stattdessen ein bisschen mehr Beton mitnehmen. Beton. Und das läuft wieder schön. Gleich wieder voll die Hütte. So. Das war mit den Wänden beim Staudamm tatsächlich wesentlich schlimmer. Weil ich da auch eine Eisenplatte für brauche. Das ist mal ein Scheiß. So. Wieder ab in unseren kleinen, unser kleines Kämmerchen hier. Unter der Brücke durch. Das geht relativ schnell. Ich finde das total cool. Ne? Also ich habe vor allem ein bisschen Zeit zum Quatschen und was auch immer. Beziehungsweise wenn ich einfach mal den Scheiß rausschneide, muss ich selber nicht so viel länger warten. So. Hier werden nachher die Gleise langlaufen. Ich glaube, ich werde den... Ne, den werde ich nicht umsetzen. Aber das Band werde ich umsetzen dann. Ne? Aber das machen wir erst, wenn auch hier ein Zug rüberfahren kann. Wenn wir das Band irgendwie nach links oder rechts setzen, mal schauen. Aber erstmal müssen wir hier drüben ankommen. Zack. Und dafür brauchen wir eine Brücke, die hier lang führt. Das heißt, der Scheiß kann nicht wegscheißen. Aber wir kommen bis da. Oh, ist sogar relativ hoch. Das ist ja abgefahren. So. Und dann werden wir hier mit Neuen weitermachen. Um den ganzen Unrat zu verdecken. Ihr lieben Bäume werdet leider weichen müssen. Das tut mir in der Seele weh. Ums. Es ist geiler, wenn das Inventar voll ist, ne? Und die einzelnen weg. Und schreddert nicht irgendwelche anderen Bäume um, die man vielleicht gar nicht umschreddern möchte. Jo. Passt. Und weiter geht's. Und da muss das Fließband tatsächlich jetzt schon anders. Das ging ja schneller als erwartet. So, und sehr wichtig, hier ist das nicht in dem Lot, wie es vorher war. Muss es aber auch gar nicht sein, tatsächlich. Ob wir das so aufheben können, na gut. Na, ach dann. Schredder weg. Und wir sind schon wieder beim Autosave. So. Jetzt legen wir das Band direkt um. Na gut. Und Autosave. Das geht erschreckend schnell. Das hat auch schon mal länger gedauert, glaube ich. So, das heißt, wir gehen hier lang. Und du kriegst von da und da. Und schickst das Ganze hier hin.
heißt, wir nehmen das da weg und gehen von da dann hier ran. Und das nehmen wir hier weg. Und ich habe immer noch ein volles Inventar, deswegen gehen hier wieder Kisten rum. Super gut. Und dann gehen wir erst einmal bis... Ja, das könnte passen. Gehen dann hier rum. Reißen das Bändchen auch ab. Und von wegen sauber dagegen. So viel dazu. Ja, ja, wieder so eine Scheißkiste. Alter, wie sie mir auf den Sack gehen. Passt das? Nee. Ich bin auch genau auf dem Strich, muss ich. So, jetzt merkt ihr das mal. Müller, du musst auf den Strich. Ich kann gar nicht genau auf den Strich. Ist ja ätzend. Aber das sollte passen. So, vorerst ist das okay. So, das heißt... Die da ist immer noch im Weg. Das wird ja immer schlimmer. Das wird ja immer schlimmer. Das reicht noch nicht mal. Das da bleibt da. Wir gehen hier weiter rüber. Jo, weg damit, ne? Was willst du machen? So, brauchen wir denn den Anschluss dafür? Hier hinten in der Villa Pampa, meine Güte. Hier wird jetzt alles urbanisiert. Wieso mache ich nicht einfach so und so und so? Das ist doch viel einfacher. Mal gucken, wie weit wir können. So, das passt. Und jetzt müsste das relativ genau... Ne, so eine nicht. So eine ganz flache sein. Jo, das kam sogar ganz gut hin. Zack. Zack. Und dann die Achter dahinter. Und dann sitzt das. Naja, geht so, ne? Haben wir schon mal schöner gesehen. Wir machen es anders. Hier soll das Ding ja eh eine Kurve machen. Wir bauen dann einfach die hier aus. So, so, so. Und dann machen wir das trotzdem mit den Achter, mit den Kleinen. Und das geht dann sauber. Ja, sehr schön. Da setzen wir die hier ran. Und hoffen, dass das... Jo. Das sitzt ja wie geleckt. Nehmen wir das hier weg. Und setzen da stattdessen auch die hier ran. Na, geht ja gar nicht. Ach, scheiße. Kriege ich das irgendwie hin? Müsste doch mit denen passen, oder? Ja. Sehr schön. Und dann sind das aber wirklich wieder die hier. So. Und dann haben wir das schön ineinander verschachtelt. Und man sieht die Verbindungsstücke so wie gar nicht. Und jetzt klingelt hier doch tatsächlich mein Handy. Wie ist denn das? Meine Güte, die Folge der vielen Unterbrechungen. Ich drehe am Stock. Erstmal diese scheiß Kettensäge wieder weg. Und dann schließen wir jetzt. Ich meine, wir kriegen hier gerade immer noch genug wahrscheinlich. Aber gut, wir sind jetzt gerade bei und dann können wir die jetzt auch noch anlegen. Könntest du mal? Du könntest mal. Sehr schön. So. Schließen wir die da an. Bauen hier gleich noch Fundamente drunter. Na komm. Nee, so nicht. Da will ich's ran. Genau. Und da bitte auch. Boah, ist immer so Millimeterarbeit, ey. Und ihr seht, es ist nicht zwangsläufig notwendig, dass man alles im Lot baut. Man kriegt das auch so irgendwie schön verschachtelt, ohne dass es kacke aussieht. Ne, und das ist auch hier wieder der Fall. Ich finde das total gut. Ich bin da Fan von. Das bringt ein bisschen Bewegung in das ganze Spiel. Hier haben wir noch wieder auf dem Scheiß rumliegen. Nehmen wir gleich mit. Bevor ich hier eine Vollmarke kriege und von Lucifer wieder einen Anschiss. Ich habe aufgehört mitzuzählen übrigens. Tut mir leid. Es wurde mir zu viel und die Folgen lagen zu weit auseinander. Und naja, weiß ja wie es ist. So, haben wir. Das läuft wieder. Dann können wir uns jetzt hier an die Brücke machen. 2 ist sie breit. Und das Bäumchen hier unten wird wohl weg müssen. So leid mir das tut.
Und tschüss. Das ist der auch noch im Weg. Scheiße. Gott, der Rest kann da bleiben. Und jetzt können wir uns überlegen, wie wir das machen. Ich glaube, ich werde das tatsächlich mit... Wo sind sie? Hier sind sie. Mit denen hier machen. Beziehungsweise grundlegend mit denen hier machen. So. Können wir gar nicht so weit runter. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 davon. Dann würde ich 2 davon nehmen. So, dass es dran passt. Nee, 1 zu hoch. Geh mal in Höhe. Komm. Jetzt ist er 1 zu hoch. Das ist ja auch scheiße. Ach, diese Fixpunkte sind zum Kotzen, ey. Sie nerven mich immer wieder. Na, jetzt willst du da nicht, ne? Ach, komm schon. Dann sitzt die jetzt auch da drunter. Mach halt nicht, Mann, ey. So, jetzt hast du ihn noch gerade gehabt. Komm. Ätzender Scheiß. Ätzender Scheiß. Na gut, mach was anders. Ne, das geht auch nicht. Es nervt so ultimativ. Ein tiefer soll er. Genau ein tiefer, aber das will er nicht. Wir nehmen einmal Sonneplatte und hoffen, dass wir die dazwischen geschoben kriegen. Zeiger Fresse voll. So. Mach weg. Die ist es nicht. Dann ist es. Nervig. Jetzt bau dagegen. Wir gehen mal nach oben und gucken, dass wir das hinkriegen. Meine Fresse. Wie ich das hasse, ey. Wie die Pest. Dass wir hier nach nur alles daneben bauen müssen. So, jetzt setz doch mal hier genau eine drunter. Das kann nicht so schwer sein. So und so. Geht doch. So, das ist jetzt schon wieder stockefinster hier. So, sehr schön. Das sitzt. Dann kommen jetzt die mit 1 und 2 und jetzt können wir die ganz großen nehmen. Dann haben wir so einen netten kleinen Bogen. Das ist doch schön. Nee. So muss es, so muss es und dann müsste es die nächste Platte müsste passen. Da nochmal einen runter, setzt da einen runter. Grrr. Machen wir halt so. So. Die können weg. Die sind gerade nur als Fixpunkte. Und dann. Na, geht doch. Und dann sitzt das. Ne, lässt mich da ranbauen. Ne, lässt mich nicht. So, jetzt lässt mich. Sehr schön. Können wir so eine schöne. Bogenbrücke. Schön, das gefällt mir. Hoffentlich. Wenn ich fertig bin. Was ich noch nicht bin. So, jetzt haben wir den hier. Davon 2 Stück. Und dann davon 2 Stück. Da haben wir hier schon mal einen guten Anfangsbogen drüber gespannt. Und das gleiche machen wir hinten nochmal. So, wir fangen hier an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Drehen uns das Ganze falsch rum. So. So. Und so. Dann die Rampe wollte ich nicht. Ich wollte die. Ah, da saß sie doch. Ne, saß sie nicht. Das ist der gleiche Scheiß wieder. Das ist echt scheiße. Dass das so nicht passt. So. Jetzt müsste es sitzen. Na komm. Da nicht. Na komm. Jetzt. So. 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 Und dann die ganz großen, die ich aber auch wieder ein bisschen zurecht floppen muss.
drauf. Die da weg. Und dann setzt er mir hoffentlich eine neben. Ums Verrecken macht er das nicht. Warum auch? Wäre ja zu einfach. Oh, bin ich froh, wenn hier die Brücke fertig ist. Ich weiß auf jeden Fall, warum die Menschheit angefangen hat, Straßen und Brücken zu bauen. Danach kommt man hier viel besser von A nach B. So. Jetzt pflanzt sie daneben. Los. Und jetzt müsste es passen. Passt es? Nee, ich muss einen höher. Scheiße. Scheiße. Mann, ey. Oh, dieses, also das Bausystem ist manchmal echt für die Katz, ne? Perspektive. Jeder Verschwörungsfuzzi hätte Spaß dran. So, und jetzt aber. Na, geht doch. Und das Ganze machen wir auch mal daneben. Gucken uns das einmal von unten an. Das nehmen wir weg. Das kann erstmal noch so bleiben. Und dann ist das doch ein ganz cooler Anfang. Und fast so, dass ich sagen würde, kann man auch so lassen. Ist doch voll in Ordnung. Ne, also ich werde halt hier die Lücken auffüllen. Weil es nicht ganz so scheiße aussieht. Ja, und schön massiv ist. Mache ich das gleich auf die Höhe. Auf welche Höhe hat er den jetzt gesetzt da hinten? Auf die Höhe. Passt das? Ne, es passt wahrscheinlich nicht. Jetzt setzt den dagegen, meine Güte. Ne, das passt dann nicht. Na egal. Erstmal geht's. So. So, das heißt erstmal. Das wird wahrscheinlich so bleiben. Dann haben wir da einen Knick, den wollen wir nicht. Das heißt, wir nehmen jetzt einmal die hier. Wenn er es denn zulässt, da nee, drunter zu bauen, meine Güte. Geht doch. So, dann brauchen wir tatsächlich nochmal eine Achter. Was für ein Scheiß. Was für ein Scheiß, was für... Obwohl, eigentlich könnte ich das so lassen. So viel das, glaube ich, gut. Kommt die da weg? Ist jetzt da nochmal so ein ran. Aber höher. Nochmal weg. Und dahin. Ist das irgendwie im Weg? Nö, kein Stück. Sehr schön. Und dann, wenn er mag... Und mich lässt, dann noch eine Achter rein. Das ist doch in Ordnung. Das machen wir hier auch nochmal. Da weg, da einen nehmen. Zack. Da auch nochmal einen nehmen. Ne, da keinen nehmen. Das heißt, da wieder einen hin. Boah, was ein Gefrickel. Ich sehe hier selber nicht mehr durch. Wieso sind wir denn da jetzt zu hoch? Wie kann das denn sein? Ach komm, das war jetzt nicht dein Ernst. Hä? Was ist denn da jetzt im Weg? Meine ich doch. So, du warst zu hoch. Und, na komm schon. Zack. Und dann geil das. Sehr schön. Mitten im Dschungel eine Brücke. Herrlich. Gut, hier so früh wie möglich eine 9er. Gucken, das wäre das erste Mal, wäre das da nicht. Das heißt da. Zack, genauso wie auf die andere Seite. Urban ist auch anders, ey. Ja, da ist richtig. Zack. Und dann auch eigentlich nach hinten durch. Na komm. Tu es. Tu es oder tu es nicht. Es gibt keinen Versuch mehr. Wie war das? So, das haben wir. Das gleiche machen wir hier drüben. Es wird auch langsam wieder hell. Herrlich. Ich kann wieder sehen. Unglaublich. 1, 2, 3. Gucken wir nochmal auf die andere Seite.
da drauf, wa? Das ist ja Tinnef. Muss ja gar nicht. Nehmen wir die weg, dann habe ich da so eine halbe drunter. Okay, so weit wie es geht. Ach komm, hau ab, du Scheißbogen. Jetzt sitzt das Frickel. Komm. Ja. Nein. Doch. Ah. Ja, geht natürlich wieder nicht. Warum auch? Wäre ja auch zu schön. So geht's auch. Hätte ich mir die Hilfslinie sparen können. So, dahin. Dahin. Und da ins Loch rein. Komm, komm. Komm schon. Geh da rein. Oh, runtergefallen und verkackt. So, das haben wir. Hab ich den hier jetzt weg? Weg damit. Nur ein Beige. So, das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Na komm. Ich weiß, das geht. Ich habe das schon mal gemacht. Also los. Ach komm schon. Oh, dieses elendige Gefrickel, ey. So, jetzt sitze ich da einen neben und dann ist gut. So, den wieder da ran und dann passt das. Und dann haben wir hier sauber eine Brücke rübergespannt. Coolio. Machen wir noch zwei Sockelteile. Dafür müssen wir uns aber erstmal runterbauen. Damit wir hier schön im Lot sind. So. Dann. Das ist zu flach. Wir gucken mal, ob wir das so hinkriegen. Ja, sehr schön. Hier eine. Und hier neben setzen wir dann noch ein. Ich hätte ihn lieber auf der gleichen Höhe, ne? Muss ich hier ganz ehrlich sagen. Aber hat nicht sollen sein. Gut. Dann kommt er dahin. So, jetzt nicht 1 zu 4 wegreißen, das wäre doof. So, dann haben wir das. Dann können wir hier jetzt eigentlich einfach rübergehen. Boah, nee, das ist ja auch cool. Da stehen die Stände dann einen höher. Das fetzt ja für eine Mark. Na das. Alter! Don't get me on the Nerven. Wie kann man den, glaube ich, so will daneben bauen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Das heißt, hier sind es dann 11. Wahrscheinlich. Zack, zack, zack. Na komm. Na. So, ich hoffe, das ist eine Höhe. Das können wir uns erstmal da oben raufstellen. Rödel, rödel, rödel. Alter, was ein Scheiß. Ich muss hier mal ein Treppenhaus bauen, glaube ich. Eigentlich auch nicht. Ich renne hier nur jetzt so viel lang und nachher bin ich eh immer nur bei den Links hier. Bin ich jetzt richtig? Jetzt bin ich richtig. Okay. So. Wieso? Warum ist das? Warum ist das hier nicht angesnappt? Alter, ich habe jetzt hier die ganze Zeit umsonst. Alter, was ist denn das für ein Scheiß jetzt? Boah, nerv, ey. Was soll denn das jetzt? Warten ab, fuck. Wie bin ich denn hier aus dem Lot gekommen? Scheiße. Na egal, wir kriegen das hin. So. Wir kriegen das trotzdem hin. Ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. So, jetzt hier einmal so eine Rampe ran. Damit das sitzt. Da
Das gleiche gilt für hier. Und einmal so ein Eckstück. So, dann ist das schon in Ordnung. Dann ist das eben einmal so. Aber es ist halt der geradeste Weg rüber. Von daher leben wir damit. So. Da oben fährt der Zug. Das heißt, wir haben hier so eine Zwischenebene eigentlich, die dann entsprechend, das passt nicht. Wo setzen wir die hin? Wir setzen die da hin. Die beiden weg. Quatsch. Hauen wir so einen ran und so einen ran. Ja, muss gehen. Muss so gehen, muss so gehen, muss so gehen. So, dann kommen die hier. Um wie gesagt im Stil zu bleiben. Das kriege ich da natürlich nicht drunter. Zumindest nicht so, wie ich will. Zack. Na komm, setz da unten an. Setz doch. Wieso sitzt du jetzt da? Was bist du denn für ein Assi, ey? Den einmal wegnehmen. So, geht's jetzt? Jetzt geht's so, wie ich will. So, dann kommt da wieder das Fundament hin. Bauen wir wieder eine schwere Geburt. Wir verlängern das einfach nur. Setzen hier nochmal ein Fundament drunter. Und klatschen auf die andere Seite. Das hier. Zack, zack. Zack, weg, weg und weg. Und müssen uns jetzt für den Teil hier was überlegen tatsächlich. Ne, hier kommen wir die Hypertubes rein. Und das passt ja mal so gar nicht. Was haben wir denn hier Schönes? Geht das? Das sollte sogar gehen. Ist das sauber dran? Nee. Ach, jetzt halt. Das hat mir jetzt wehgetan. Alles klar. Meine Fresse. So. Jetzt bin ich da glatt einmal gegen gedonnert. Wie ist denn hiermit? Totaler Bullshit. Das macht ja so gar keinen Sinn. Ich weiß auch nicht, was man hiermit großartig anfangen soll. Aber gut. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ja, einfach so, wa? Dann sitzt es aber zu flach tatsächlich. Aber muss halt so. So, jetzt habe ich die Fresse voll. Jetzt bauen wir hier eine Rampe hoch. Das, da muss irgendwo Platz sein. Da ist Platz. Gott. Irgendwann ist ja auch mal gut mit dem Kreisrennen hier. So. Das heißt, wir machen jetzt alles nochmal ein bisschen anders. Wohl. Nee, sitzt sauber. Nee, ein zu tief, ne? Ein zu tief. So. Wieder die hier. Das ist aber in Ordnung. So, halt, da muss er hin. Und da muss er hin. Und dann können wir hier trotzdem so rübergehen. Und haben dann da nachher unsere Zugverbindung. Schöner Mix aus beiden Stilen, ist doch auch schön. Da hinten seine noch mal an, aber das geht in die richtige Richtung. Klatschen wir hier diese Style-Teile noch mal drauf oder auch nicht. Wir brauchen schon wieder Beton. Unerhört. Meine Fresse. So, jetzt sind wir bei 20 Minuten. Ich könnte wetten, wir sind zeitlich drüber, aber naja. Halb fünf haben wir es auch schon wieder.
Mann, die Zeit fliegt. So. Ich weiß noch nicht, ob ich damit so ganz zufrieden bin, aber ich will es machen, ne? Also es muss halt so ein bisschen Symbiose auch werden aus dieser Brücke hier und der Hochbahn, die da später kommt. Und das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Oh, guck mal, Fehler. Fehler sind uncool. Gut, wenn man sie noch sieht. Ich finde die vom Stil her eigentlich ganz schick, ne? Da hat mir der Yoshi auch noch den Tipp gegeben, man kann unter diese Glasfundamente nochmal die Gitterfundamente setzen und kriegt da trotzdem eine Hypertube drunter. Das finde ich tatsächlich auch ziemlich cool. Weil das Ganze sowohl locker als auch massiv wirkt. Das finde ich total gut. In der Mischung. Das ist ja auch, doch, das gefällt mir. Von hier hinten sieht das nachher echt cool aus. Und dann gucken wir doch mal, was daraus wird. Halt, wir müssen hier unten bleiben. Ich muss mich da echt noch dran gewöhnen. Plopp. Dass ich hier jetzt so coole Verbindungsteile habe, das gefällt mir. Spart einfach unglaublich Zeit. Ich habe auch letztens einen kleinen Trick gesehen. Man kann hier Löcher drin lassen, wenn man so will. Und wird dann einfach nochmal beschleunigt. Das kommt auch ziemlich gut. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge. So. Ziehen wir hier jetzt erstmal rüber. Zack, 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 zack. Wo ich glaube, ich habe hier einen massiven Denkfehler drin gerade. Habe ich so das Gefühl. Momentchen mal. Da oben drauf fährt der Zug. Das heißt, der kommt hier oben drüber an. Ja, nö, passt. Alles cool. Passt so, wie es ist. Okay. Ziehen hier auch gleich nochmal weiter. So, so, so. So, 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 so. Das ist total gut. Oh ja, das gefällt mir. Ja, dann können wir jetzt nämlich hier. Oder mache ich das auch mit? Na, Moment. Wir gucken mal einmal. Ich könnte das auch mit diesen Fundamentdingern machen. Auch wenn das ein bisschen bescheuert ist. Zack. So. Und dann bauen wir da nämlich die Wände drauf. Zack. Ein hier, ein da. Und wunderbar. Wir können hier immer noch durchlaufen, aber müssen theoretisch da ein höher. Aber praktisch eigentlich auch nicht. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Kommt jetzt das Teil drunter. Klingt komisch, ist aber so. So und so. Die Platte rein. Wir können in jedem Fall hier die Hypertubes weiterziehen. Wandöffnung. Wir sind in, gut. Die laufen dann relativ straight auch hier lang. Während die Brücke für den Fußverkehr abfällt. Auch gut. So. Dann sind wir erstmal bis hier. Bitte, komm, lass das passen. Sehr schön. Das passt. Das passt. Und das müsste auch ziemlich gut passen. Genial. Genial. Absolut super. So stelle ich mir das doch vor. Dann haben wir das hier tatsächlich fast angeschlossen ans Gesamtsystem. So, jetzt brauchen wir nur noch, gucken nochmal nach unten. Haben wir irgendwo heil runter? Hier kommen wir heil runter. So, jetzt müssen wir einmal gucken, auf welcher Höhe das war.
auf der zweiten davon. Okay. Na, kommst du hier hoch? Kommst du nicht? Gott. Bauen wir halt noch eine Rampe. Ach komm schon. Geh mir doch nicht auf den Zünder, ey. So. Dann. Der zweite ist der. Das ist schon wieder ein Baum im Weg. Ich glaube, es hackt. So eine Scheiße. Mal gucken, wie sehr es mich stört. So. So. Schön, wenn man nichts sieht, oder? Das ist mir so eine Ahnung, was man da gerade macht. So, dann haben wir den da drunter. Das machst du natürlich nicht so easy. Wäre auch zu einfach. So. So. Das passt auch nicht. Das ist ja interessant. Ich da noch so einen drauf. Was ist das jetzt? Komm, komm. Immer noch nicht. Fick die Henne. Passt es. Jetzt passt's. So. Ich fall wieder munter durch die Gegend. Fallen kann ich gut, ne? Meine Fresse, kann ich gut fallen. Das ist meine Superschurkenfähigkeit, glaube ich. Neben Scheiße labern. Und Fundament runter. Sehr schön, haben wir einen Turm. Das gleiche machen wir hier drüben nochmal. Ach komm schon. Auf der Höhe. Müsste da sein. Ja, müsste da sein. Oh Gott, sieht man das alles beschissen. Mann, ey. Ich mag ja selber kaum hingucken. Weil man nichts sieht. Haben wir den ersten. Dann haben wir den zweiten. So, dann machen wir noch ein Fundament drunter. Erstmal so. Ach, guck mal, das ist ja auch sauber. Quatsch. Den Deckel, dann können wir das da einfach rauslöschen. Das ist ja wie gewollt und nicht gekonnt. Passt das? Ja, das passt. Sauber. So, dann steht das hier auf Füßen. Und es steht da auf Füßen. Und wir können jetzt mal glücklich sein. Zumindest bis hier. So. Das ist doch ganz cool. Noch nicht alle Tage Abend, aber erstmal ganz cool. Denn was wir jetzt machen. Ne, die brauchen wir nicht. Die brauchen wir. Ist folgendes. Wir gucken mal einmal wegen diesen Dingern hier. So, und die haben ja ein großes Problem. Man kann diese Stromteile da nicht befestigen. Ich habe Turbodraht dabei. Ich habe natürlich kein Turbodraht dabei. Das wäre auch zu schön gewesen. Auf jeden Fall kommt da jetzt erstmal eine Wand dran. Und dann müsste ich, ja, wenn ich Turbodraht hätte, hätte ich die nehmen können. Schade. Machen wir einmal so. Dann müsste der trotzdem dran sitzen. Ein bisschen mehr oder minder. Ist da eine Lücke? Keine wahrnehmbare. Doch. Eine wahrnehmbare. Okay. Gut. Machen wir anders. Ich bin ja nicht so. Dann nehmen wir eben einfach die hier. Setzen die hier mittig hin. Dann sieht es aus, als würde es reingehen. Sehr schön. Und dann können wir nämlich Folgendes machen. Zack, zack. Wir nehmen uns noch mehr Wände. Ziehen die einmal hier rüber. Na komm. So, du kommst weg. Und da brauche ich dann tatsächlich nochmal bessere. Ach Quatsch, so nicht.
Ach, geht das echt nicht? Nervt mich doch nicht. Dann mach ich's halt einzeln. Wenn du das nicht willst, du blödes Spiel. Jetzt muss ich mal genau hingucken, ey. Geht da nicht hin. Versuchen wir mal da. 1, 2, 3. Quatsch, ein zu früh. Da der letzte. Dann nehmen wir die Wände einmal weg. Sehr schön, das passt alles. Und dann machen wir nämlich einfach 1, 2, 3, 4. Macht das Sinn? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn, weil das ja durch die Bodenkonstruktion getragen wird. Das heißt, das hier brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir lassen das. Was wir jedoch machen, ja, wir müssen das ja oben irgendwie tragen. Da ist ja keine Bogenkonstruktion drin. Das heißt, wir wudeln uns hier einmal hoch. Zack, zack, zack. Ach ja, Hilfsbauten. Was ganz fein ist. So, dann hatten wir das da schon. Hier nochmal so ein. Nee, ich mach das nur mit denen hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Was wir aber dann machen, ist auf jeden Fall nochmal so ein Ding drauf. Ja, ich bin mir da nicht einig. Ich glaube, die lassen wir weg. Und machen das nur so. 1, 2, 3, 4. Und dann gucken wir mal einmal mit Wände. Wie, schon wieder kein Beton mehr? Fick die Henne, ey. Meine Fresse, was haben wir denn hier an Beton verballert? Dann ist mir das jetzt erstmal egal. Denn die Folge ist langsam echt rum. Mehr als rum, tatsächlich. Ja, und wir werden dann beim nächsten Mal einfach ein bisschen weiter bauen. In jedem Fall haben wir hier jetzt erstmal eine Brücke rüber. Wir kommen von A nach B. Wir kommen trockenen Fußes hinten zum Öl. Das finde ich total toll. Wir hatten ein paar Fehler drin, die mir echt auf den Keks gehen tatsächlich. Dass das hier nicht passt, nervt mich richtig. Also hier hinten. Ich weiß nicht, wie es dazu kommen konnte. Aber okay, auch das haben wir irgendwie gelöst. Aber wir werden mal schauen, wie sich das noch auswirkt. So, hier oben soll der Zug nachher langlaufen. Das wird auch schicki. Hui, kommen wir hier hoch? Nein. Doch, müssen wir da eigentlich. Meine ich doch. Zack, ist das sogar in 3 Ebenen. Meine Fresse. Naja. Und ich glaube, es wäre cleverer gewesen, das im gleichen Stil wie die da zu bauen. Obwohl, wie gesagt, wir brauchen eigentlich so einen stilistischen Übergang, ne? Von daher schauen wir mal. Ne? Ob der Aufbau hier noch drauf bleibt, weiß ich noch nicht. Das entscheide ich beim nächsten Mal. Was ich jetzt schon entscheide, ist, hier kommt nochmal so einer drauf. 1. Und da kommt nochmal so einer drauf. Und da kommt nochmal so einer drauf. So, dann haben wir hier eine schicke kleine Brücke. Die uns den Zugang zu unserem Öl versichert. Wir haben eine Rundung hinten gebaut. Wir haben eigentlich gut geschafft. Ne, wir haben vor allem Style-Bauten dieses Mal gemacht, aber das ist ja nicht weiter wild. Wir hatten ja die letzte Folge das Öl, ne? Weg damit. Und es legt sich hier alles relativ schön ins Gelände rein. Das mag ich ja besonders, ne? Und naja, ist halt Dschungel, ne? Da war das Bauen mal ein bisschen schwieriger. Okay. Wenn es euch gefallen hat, das gefällt mir überhaupt nicht. Weg damit. Dann lasst doch gerne ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert und was man nicht noch so alles machen kann bei YouTube. Ich finde alles cool. Ne? Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt. Ja, und sag einfach mal, bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.